So, muss hier noch ein paar Sachen einstellen. Jetzt beginnen wir aber. Wir spielen natürlich im Regular Mode. Wir machen das bisschen ähnlich so wie vorher. Dass ich einfach wieder hier spielen werde und Sachen erklären werde. Ich hoffe, das sieht man auch ordentlich. Kann es leider nicht besser machen. Weil wenn es zu klein ist, dann ist es zu klein. Naja, und dann kann man nicht gescheit lesen. Und wenn es zu groß ist, dann kann man halt auch wieder nicht gescheit sehen. Egal, das ist ein Fanspiel. Das kann man, soweit ich weiß, auch nicht mehr downloaden. Ich hab's noch. Und wir treffen jetzt hier auf den Professor der Region. Und sein Name ist Bamboo. Falls du es schwierig findest, das zu auszusprechen, kannst du mich einfach Pokémon-Professor nennen. Du spielst auf Englisch, deswegen werde ich immer so versuchen, ein bisschen zu übersetzen. Und ich bin jetzt der Neue für den Job, den er ausgeschrieben hat. Großartig. Ich glaube, wir brauchen keine Infos, denn ich weiß schon, wie man Pokémon spielt. Und ich hoffe, das geht jetzt auch alles durchs Intro, wie es sein soll. Dafür. Und hier der ganze Pokémon-Anfang brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Den kennt man ja schon. Ich spiele das relativ früh. Am Morgen und jetzt gucken wir mal einfach, wie lange ich spiele und dann muss ich auch checken wegen der Aufnahme und alles, ob da alles gut ist, ob ich verständlich rede. Und weiter geht's. Manche Pokémon werden als Haustiere gehalten, andere helfen mit der Arbeit und wieder andere werden in Kämpfen von Trainern benutzt. Du bist auch ein Trainer. Ja, ich werde das jetzt immer nicht nie genau übersetzen und auch nicht immer komplett. Und ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, es ist im falschen Steckplatz. Da bin ich mir nicht sicher. Gut. Ich war jetzt extrem leise im ersten Dinger. Jetzt, ich mache jetzt hier einfach weiter und dann schneide ich das später zusammen. Sollte kein Problem sein. Und da ist noch für so viel mehr, dass wir nicht wissen über Pokémon. Jetzt drücken wir wieder auf Enter. That's my job. I study Pokémon for a living. Das ist nämlich mein Job. Ich studiere Pokémon. Ich bin speziell ein Pokémon-Experte der Elemente. Jedes Pokémon hat sein Element, Elementaltyp und jeder Typ hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber warum existieren sie? Sind da noch andere Arten von Pokémon, die wir noch nicht entdeckt haben? Ich erzähle es dir an dem ersten Tag deines Jobs. So. Komm morgen vorbei. Und dann fülle diesen Form aus. So, jetzt kann man auswählen hier, ob man ein Kerl ist. Der Typ, der kann sowohl weiblich als auch männlich sein und natürlich ein Mädchen. Wir spielen natürlich als ein Kerl. Dann habe gerade ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Oder mein PC läuft langsam. Ich glaube, mein PC läuft wieder langsam. Der
überhitzt gerne. Werde so bald wie möglich gucken, dass ich auch irgendwie was Besseres bekomme. Aber ja. Wir sind ein Kerl. Okay, Name. Mit Namen tue ich mir eigentlich relativ immer einfach. Wir nennen uns jetzt einfach Drax. Drax, und das hat nicht nur was mit dem Comic-Charakter zu tun, sondern ich bin auch ein Wrestling-Fan und ich glaube, heute oder gestern ist ein 10-jähriger Junge gestorben an Krebs, und der war ein großer Wrestling-Fan, und der junge Elijah, der hatte auch seinen eigenen Wrestling-Namen schon im Kopf, und der war Drax Shadow, und deswegen machen wir einfach mal so weiter. So. Deine Geschichte wird sich noch entfalten. Deine Zukunft ist ein blankes Blatt Papier. Du und dein Pokémon werden sie füllen, diese Seiten. Der werden Herausforderungen und Gefahren sein, die euch verbinden werden. Und wundervolle Entdeckungen werdet ihr machen. So. Ich hoffe, dass jetzt auch alles hier funktioniert. 10 Jahre zuvor, Drax Family lived in Bilbage City. 10 Jahre zuvor lebte Drax Family in Beach City. Also, ich weiß gerade nicht, was Bier heißt, aber Beach ist Strand, also eine Strandstadt. Egal. The largest city, die größte Stadt in Tandor. Tandor ist dieser Kontinent, der wurde eigens für dieses Spiel kreiert. Wir werden hier auch Pokémon finden, die nur in diesem Spiel vorkommen. Der Vater, Kellen, was a brave and talented Pokémon Ranger. Also, Drax Vater war ein Pokémon Ranger namens Kellen. Und seine Mutter Lucille war eine Wissenschaftlerin an Atomkraftwerk. Trotz dass sie beide ansprechende Jobs hatten, hatten sie immer Zeit für ihren Sohn. Die Tandor-Region war in Frieden, und Lucils Firma arbeitete an einer Art von sauberen Energie, die die Welt erinnern sollte. Die Zukunft scheinte breit bis. So, es dürfte gleich hier sehr laut werden. Ich habe das ja schon mal gespielt. Deswegen. Was an ordinary day. Es war ein ganz normaler Tag. Im Atomkraftwerk, wo das hier arbeitete. Und als Teil der Routineinspektion brachten sie einen Spezialisten ins Atomkraftwerk, damit er sich das System anschaut. Äh,
Cameron, hast du deine Diagnose fertiggestellt? Ja, habe ich. Alles scheint gut zusammenzuarbeiten. Der Generator macht wirklich seinen Job. Toll. Oder excellent. Könnte er. Wenn jeder seine Arbeit fertiggestellt hat, darf er Pause machen, um was zu essen. Boss, Sie sollten sich das hier ansehen. Komisch. Die Temperatur ist viel höher als normal. Wir müssen entweder das System, das Thermometer zurücksetzen oder der Reaktor ist verliert eine große Menge an Hitze. Es kann nicht das Thermometer sein. Ich habe das gerade erst gecheckt. So. Oh, oh, oh. Jetzt geht's hier ein bisschen rund. Ich hätte hier auch hauptsächlich vorlesen. Die Dialoge jetzt hier im ersten Part und dann später einfach so reden und so. Da muss ein Loch im Reaktor sein. Die Temperatur bei dieser Temperatur wird das ein totaler Zusammenbruch. Oder Kernschmelze. Ja, Meltdown, Kernschmelze. Wir müssen diesen Platz evakuieren. Jetzt. Also. Wir müssen beide gehen, sofort. Also, weil ich an YouTube gewöhnt bin, dass man mit K Pause drücken kann. Deswegen habe ich aus Versehen K gedrückt. Statt Enter. Aber sie bleibt natürlich zurück, um das zu in Ordnung zu bringen. Das Let's Play dauern wird. Die haben 8 Jahre am Spiel oder so gearbeitet. Ist ein bisschen schade, dass das jetzt von Nintendo runtergenommen wurde, vom Internet. Natürlich kann man das immer noch downloaden, wenn man das schon gedownloadet hat, kann es immer noch spielen. So, und was dieser Reaktorvorfall zu tun hat mit der Geschichte, das werden wir herausfinden. Mit Camerons Hilfe konnten alle Wissenschaftler unbeschadet fliehen. Außer natürlich Lucia, unsere Mutter. Diese wurde nie wieder gesehen nach diesem Tag. Die Strahlung scheint immer noch um den kaputten Reaktor und hat die Gegend unbewohnbar gemacht für viele Jahre. Was jeden Versuch, sie zu retten, unmöglich machte. Der Verlust seiner Frau
hatte einen sehr starken Effekt auf Kellen. Sein Charakter veränderte sich und er wurde kalt und fokussierte sich nur noch auf seinen Job. Er wurde schließlich zum Chief der Tandor Pokémon Rangers befördert und wurde zu beschäftigt, um sich um sein Kind zu kümmern. So wurde der junge Drax zu seiner Tante nach Moketown geschickt. Zehn Jahre vergingen. Der Tante ihre Gesundheit schwand und das Kind zu unterstützen wurde zu viel Arbeit für sie. Zum Glück hatte Ernest Bamboo, der lokale Pokémon-Professor, eine Stelle für einen Assistenten frei. Zwei Kids von Moketown beworben sich für die Stelle. Drax und sein Kindheitsfreund Theo. Es war ganz normal, dass Jungs in solch einem Alter ihre ersten Pokémon bekommen und durch die Welt oder Region halt reisen als Pokémon-Trainer. Und so Drax Journey began. Drax, komm runter, du bist spät. Halt, wie war das nochmal? Nein. Ich glaube, mit Escape konnte man... Ja. Denn da war noch was in Options. Und das muss ich nochmal gucken, dass er ganz normal... immer schnell läuft, das macht es wesentlich einfacher durchzukommen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Naja. Die Option haben wir noch gar nicht. Da bin ich... genau, hier mit Z. Hier war ganz genau da. Entschuldigung. So, aber ich glaube, wir machen jetzt Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge.